Ja, liebe Wochenblatt-TV-Zuschauer, herzlich willkommen im Mariengymnasium. Wir sind hier heute Abend eingeladen, Jürgen und ich. Wir nehmen hier an einer Lesung dran teil. Zwei Autorinnen stellen sich vor. Das ist einmal Wiebke Eden und Tanja Langer. Die beiden kennen sich schon sehr lange. Sie stellen heute Abend ihre Bücher hier vor. Unter anderem wird hier aus einem noch nicht veröffentlichten Manuskript heute Abend vorgelesen. Und das wollen wir uns natürlich anschauen und das wollen wir uns auch natürlich auch anhören. Ja, ich begrüße Sie ganz herzlich für Literatur des Rheinländischen Altertums- und Heimatvereins. Ich finde das ganz wunderbar, dass wir heute hier sind. Und ich freue mich, dass ich zwei Autorinnen begrüßen kann, die aus Berlin angefahren gekommen sind. Sehr schön, dass ihr da seid. Ich glaube, Wiebke Eden brauche ich eigentlich nicht weiter vorzustellen. Die kennt wohl fast jeder hier. Sie ist in Jever geboren, hat an dieser Schule ihr Abitur gemacht. Es ist dann beim Jeverschen Wochenblatt in den Journalismus eingestiegen. Daher kennen Sie auch viele. Als sie noch in Jever war, hat sie dann zwei Bücher eben über schreibende Frauen geschrieben. Journalistin und Keine Angst vor großen Gefühlen, die neuen Schriftstellerinnen. Und ich denke, da habt ihr euch kennengelernt. Da ist nämlich auch ein Porträt über Tanja Langer dabei. Ja, dann ist sie irgendwann nach Berlin gegangen und vor ein paar Jahren erschien der erste Roman, Die Zeit der roten Früchte. Auch ein Roman über eine starke, kämpfende Frau. Und wir haben heute das große Vergnügen, dass sie uns aus ihrem nächsten Roman etwas lesen wird, exklusiv in Jever. Ja, und dann hat Wiebke mir vor Monaten gesagt, ach, ich würde doch so gerne Tanja Langer mitbringen. Und da freuen wir uns sehr, dass das jetzt geklappt hat, dass sie auch hier sind und Friesland kennenlernen. Und sie wird uns heute vorstellen, das Buch Der Tag ist hell, ich schreibe dir, über ihre Begegnung mit Alfred Herrhausen, dem ehemaligen Chef der Deutschen Bank, der dann zerbombt wurde, sag ich mal. Und das ist eine ganz spannende Geschichte. Liebe Uta, ganz vielen Dank für deine einführenden Worte und vielen Dank auch für die Einladung und schön, dass Sie alle hier sind. Ich freue mich sehr. Wir hatten eine aufregende Anreise. Ich muss mich fast so ein bisschen sammeln. Wir sind aus Berlin raus und waren gerade auf der Stadtautobahn und dann stand ich schon, also ich wollte sie abholen im Stau. Irgendwo gab es eine Bombenentschärfung oder sowas. Und dann, ich weiß gar nicht, war das bei Hannover? Also auf jeden Fall ist ein Lastwagen umgekippt und lauter Schweine sind auf die Straße. Aber alles ist gut. Ich lese hier heute einen kleinen Auszug. Ja, tatsächlich exklusiv für Sie. Also es ist für mich eine Premiere, auch mit ein bisschen Herzklopfen verbunden, weil es ja sozusagen noch ein fast Ungeborenes ist. Und du hast gesagt, du stellst das Buch vor. Das Buch vor, genau. Also dieses Buch, das Wiebkes zweiter Roman sein wird, handelt von einer älteren Dame, die in einem Park dazu verdonnert ist, zu fegen, weil sie zivilen Ungehorsam ausgeübt hat. Sie hat, ich weiß gar nicht mehr wo, demonstriert mit einer Sitzblockade, wurde von der Polizei festgenommen zum wiederholten Male und der Richter hat sie dann eben des Alters wegen natürlich nicht eingesperrt, wegen der Finanzen auch nicht damit belastet, sondern sie zu einer sozialen Arbeit verdonnert. Und das ist der Auftakt zu diesem Roman, in dem Mathilde, die Heldin des Romans, anfängt, sich mit ihrer Lebensgeschichte auseinanderzusetzen. Und wir lernen eine ältere Dame kennen, die noch zur Generation gehört, die den Krieg kennengelernt hat und die dann in den 50er Jahren schon sehr aufmerksam verfolgt hat, als sich die Friedensbewegung in Gang setzte. Und die in den 70er Jahren plötzlich das Gefühl hat, sie müsste sich mit einbringen in diese Arbeit und dann eigentlich recht spät, also als 50-jährige Frau, glaube ich. Nee, es war schon über
so über 60. Oder sogar über 60, das kann ich mir bei Zahlen kann ich mir ganz schlecht merken. Also jedenfalls begibt sie sich in diese Milieus, die wir kennen, also aus Wackersdorf, also in der Atomkraft, also in der Friedensbewegung im weitesten Sinne, Anti-Atomkraftbewegung, Friedensbewegung. Und der Roman begleitet die Mathilde sozusagen rückwärts in diese verschiedenen Jahrzehnte ihrer Entwicklung mit dem Schwerpunkt, wie kommt jemand dazu, sich eigentlich zu engagieren? Und wir dürfen nicht zu viel verraten, weil der Roman ja für Sie dann auch noch spannend sein soll. Aber Wiebke hat im Laufe ihrer Arbeit an diesem Roman sehr oft die Geschichte verändert, weil sie immer wieder durch ihre Recherchen spannende Dinge herausgefunden hat. Und ich glaube, wir sprechen später noch mal ein bisschen drüber, wer sie dazu inspiriert hat und wie sich das dann verselbstständigt hat. Auf jeden Fall war es für mich sehr spannend, daran teilzunehmen, wie sie sich immer mehr mit Geheimdiensten beschäftigt hat, die in meinem Roman auch eine Rolle spielen, weshalb wir das so ein bisschen auch ganz schön fanden, das hier zusammen vorzustellen. Und sie wird heute ein Kapitel vorlesen, was in die frühere Vergangenheit von Mathilde führt, die sie vor sich selbst und auch vor ihrer Familie eigentlich immer ein bisschen verborgen hat und die, wie ich finde, sehr aufregend ist, weil sie noch nicht sehr oft erzählt worden ist. Dieser Zusammenhang, in dem wir jetzt gleich kommen, ist noch nicht sehr oft in Romanen oder an anderer Stelle verarbeitet worden und das ist vielleicht auch das Neue und Ungewöhnliche an dieser Geschichte. Vielleicht liest du jetzt einfach vor. Mhm. Wir haben uns das so gedacht, dass Wiebke zuerst liest und dann lese ich. Denn was die beiden Romane verbindet, ist, dass wir uns über Protagonisten, einzelne Protagonisten mit der längeren Geschichte der Bundesrepublik beschäftigen. Die aber beide, also bei beiden Protagonisten spielt es eine Rolle, dass sie noch vor dem Krieg geboren wurden und deshalb sozusagen auch eine sehr weite Spanne der Geschichte umfassen. So, jetzt Mathilde. Es war an einem Abend, an einem Sommerabend, wenige Wochen nach ihrer Hochzeit 1939. Sie waren nach Berlin gezogen, Tempelhof, eine Wohnung in einem Haus mit Garten, zwei Zimmer, Küche, Bad, neue Tapeten an den Wänden und geschliffene Dielen, ein kleiner Kachelofen. Sie hatten gerade gegessen, als Konrad seinen Teller beiseite schob, mit ernstem Gesicht die Finger verschränkte und sagte, dass sie nach Spanien gehen könnten. Ich habe ein Angebot. Mathilde, die aufgestanden war, um den Suppentopf vom Tisch zu nehmen, setzte sich wieder. Ihre Hände hielten noch die Griffe des Topfes. »Nach Barcelona«, sagte er. »Die Spanier wollen ihr nationales Flugnetz ausbauen. Ein paar deutsche Flugzeuge haben sie ja schon und deutsche Piloten.« Konrad schob seine Ellenbogen auf den Tisch. »Ich soll mich um die Flugsicherung über Funk kümmern, Funkfrequenzen ausprobieren, technisches Wissen weitergeben, so etwas. Eine Herausforderung.« »Was sagst du?«, fragte er. Mathilde wickelte das restliche Kerngehäuse ihres Apfels in eine Serviette und reichte sie der Stewardess, einer dunkelblonden, hochgewachsenen Frau. Mathilde sah lächelnd aus dem Fenster. Unten leuchtete das Meer in verschiedenen Blautönen. Es war das zweite Mal, dass sie flog. Mathilde erschrak. Sie wusste, dass der spanische Bürgerkrieg erst im Frühjahr zu Ende gegangen war, doch hatte sie nicht damit gerechnet, dass so viel zerstört worden war. Sie war erst wenige Wochen in Barcelona, als Konrad noch vor dem Morgengrauen nach Hause kam. Er riss die Schlafzimmertür auf. »Deutschland ist in Polen einmarschiert.« Mathilde schnellte im Bett hoch. »Was? Wir haben Krieg.« In hastigen Schritten ging er zum Fenster. Ein paar Tage später erklärten Frankreich und England Deutschland den Krieg. Es durchzuckte Mathilde, als Annemarie ihr davon im Treppenhaus erzählte. »Danke.« Alles Weitere später sozusagen. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Soweit erstmal das. Und was ich ausgesprochen spannend fand im Laufe der Arbeit, sie kam dann irgendwann an und erzählte mir, dass es eben viele Leute gab, die in der Zeit, also zwischen 1939 und 1945, in Spanien gelebt haben, also Deutsche, die auch im Namen des Nazi-Regimes in Barcelona stationiert waren gewisserweise und von dort aus agiert haben. Und das war etwas, was ich also ehrlich gesagt nicht besonders gut kannte, was ich auch neu fand und was ich total interessant fand,
Wie muss man sich das vorstellen? Wie waren die Verbindungen? Wie kamen die zustande? Und das Kapitel, was sie eben hier ja schildert, dieses jungverliebte Paar, begibt sich eben in diese Gemeinschaft von Deutschen, die in Barcelona in dieser Zeit gelebt haben und für das Regime tätig waren. Und das ist jetzt nur, also jetzt mehr sagen, verrate ich auch nicht, aber das ist ein Aspekt, den ich ungeheuer spannend und faszinierend fand, weil der eben, wie gesagt, noch gar nicht erzählt worden ist. Aber also Island hat es gehört, dann kann es jetzt sozusagen das Entstehen von Tanjas Buch habe ich auch mitbekommen. Du hast ja auch einige Jahre daran geschrieben, obwohl es nicht dein zweites war, sondern also Tanja hat ja schon 7 Romane jetzt mittlerweile veröffentlicht. Und ich bekam halt auch die Entstehung mit und die Grundlage ist die Freundschaft zu Alfred Herrhausen. Sie hat ihn halt als Schülerin schon kennengelernt und hat dieses Buch geschrieben. Aber auch dieses Buch ist was ganz Eigenständiges, anderes geworden. Es ist halt die Entwicklungsgeschichte einer jungen Frau, auch sehr poetisch. Und diese junge Frau, als ich das Buch las, habe ich auch gleich ins Herz geschlossen. Das ist die Jugend in der Zeit, in der auch ich jung war und hier am Gymnasium war. Und und sie lernt diesen Mann kennen und es entsteht eine wundervolle, spannende, inspirierende Freundschaft zwischen beiden. Und das Tolle ist, dass die Frau auch diesen Mann sehr beeinflusst, beeindruckt, also da sie so eine intellektuelle Wellenlänge haben, aber also über das Persönliche hinaus, über diese freundschaftliche Zuneigung dass sie ganz viele Berührungspunkte haben, auch in Gesprächen. Sie fangen ja dann auch an, sie schreibt vor allen Dingen ihm Briefe und sie telefonieren, sie treffen sich manchmal in seiner Limousine und haben Gespräche. Und ich finde das, wie gesagt, ganz, ganz beeindruckend, das ist halt eine Geschichte, die eigentlich ganz anders vielleicht ist, wie manche sie sich vorgestellt haben. Also die Frau steht im Fokus, die Frau und ihre Geschichte und wie beide sich auch entwickeln. Das fand ich sehr, sehr schön beschrieben und ich finde einfach auch, dass es einfach so eine ganz neue Frauenfigur, die da in der Literatur geschaffen worden ist, also eine ganz eigene Heldin. Ich bereue bis heute kein Foto von dir gemacht zu haben in meinem Zimmer oder meinem Hinterhof oder sogar eines von uns beiden, einen Schnappschuss, wie ich ihn manchmal mit einem Freund oder einer Freundin mache, indem wir einfach die Köpfe aneinander halten und die Kamera in einer ausgestreckten Hand auf uns richten. Ich bereue, wenn ich daran denke, nicht sofort zum Unfallort gefahren zu sein, um mich mit eigenen Augen davon zu überzeugen, dass du es warst, oder sogar mit meinen Händen, dass dieser verkohlte Körper, der seltsam zusammengerollt, zusammengeknickt, zusammengesackt auf der Hinterbank lag, dort, wo ich einige Male neben dir gesessen hatte, auf dem Weg zum Flughafen München-Riem oder Berlin-Tegel, von wo aus du dann die Stadt oder das Land verlassen hast, während ich wieder heimkehrte in meine Studentenwohnung. Dein Leben, mein Leben. So ein ausgemachter Quatsch, sagte zu aller Überraschung Julius Turnseck, der Bankier. Er sagte tatsächlich Quatsch. Er kippte die Füße unter dem Stuhl auf die Außenkante und ließ die Beine locker auseinanderfallen wie ein Schuljunge. Er nannte sich liberal im klassischen Sinn, sollte in etwa heißen, der Markt regelt alles, unterwandert allerdings von einer etwas anarchischen Gesamtanschauung von verblüffender Logik und moralischer Verbindlichkeit. Er trug einen auf Taille geschnittenen dunkelbraunen Anzug. Er war ungefähr so groß bzw. klein wie Opa. Er war schlank, er hatte, das konnte ich sogar von Weitem sehen, große hellgraue Augen. Augen wie Scheinwerfer. Sie fielen auf meine Grünen. Ich merkte das. Ich befand mich in seiner Blickeinflugschneise. Und die ganze Zeit saß ich kerzengerade auf meinem Stuhl und fieberte dem Augenblick entgegen, in dem ich etwas Supergescheites fragen dürfte und er und alle mich im Fernsehen sehen würden. Das fiel ja dann leider aus. Tja, aber es machte nichts. Ich amüsierte mich. Und danach gab es ein Buffet für alle. Und schon drehte er sich zu mir und griff nach meiner Hand und sagte, schreiben Sie mir, ich will alles wissen, was Sie denken.
und kommen Sie mich besuchen. Ich sah von Ferne Gesichter und Lichter, sie verschwammen. Er beugte sich zu meiner Hand, die er mit seiner immer noch festhielt und die sich warm und trocken anfühlte, und ich roch ihn für einen Moment, sein Aftershave und etwas Unbekanntes, das er selber war. Und er küsste meine Hand, und zwar nicht in der Luft, sondern direkt, wenn auch ganz zart. Dann richtete er sich auf und drückte sie kräftig. Sie müssen mir schreiben, sagte er und sah mich ernsthaft an. Ich bitte Sie, ganz dringend. Aber wohin, fragte ich, schon im Gehen. Und er rief mir die Adresse zu, über alle Köpfe hinweg. Vielen Dank. Dieser Bankier ist natürlich ein toller Held, weil er anders als die Banker, die wir in den letzten Jahren kennengelernt haben, noch sowas wie eine Idee vom Gemeinwohl hatte und dann auch durch diese ununterbrochene Diskussion mit Helen anfängt, über Umweltschutz nachzudenken oder die Entschuldung der dritten Welt und Dinge in den Raum stellt, die ihm dann zum Verhängnis werden, aber die auch mit diesem starken Verantwortungsgefühl zu tun haben. Ganz herzlichen Dank für diesen beeindruckenden Abend. Ich denke, da sind wir alle einer Meinung. Ja, liebe Wochenlandtv-Zuschauer, Autorin Wiebke Eden steht neben mir. Wie lange sind Sie schon Autorin? Wie lange sind Sie in diesem Berufsfeld tätig? Ja, das kommt so ein bisschen drauf an, wie man genau guckt auf die Geschichte. Also eigentlich verdiene ich mein Geld als erzählendes Wesen, seitdem ich 9 Jahre alt bin, weil beim Jeverschen Wochenblatt gab es ja die Kinderseite. Aber so richtig jetzt so als Schriftstellerin, um das jetzt mal so ein bisschen ernster wieder herunterzubrechen, bin ich jetzt so ungefähr seit 10 Jahren. Wir haben auch noch eine andere Person da, die steht also direkt hinter Jürgen, das ist Nils. Nils, komm einmal her, dann wir es auch noch mal schnell mit dem Bild hier. Ja, vielen Dank schon mal und alles Gute. Ja, vielen Dank. Nils ist das Patenkind von Wiebke Eden. Ja, neben mir sitzt Autorin Tanja Langer. Seit wann sind Sie Autorin? Seit wann betätigen Sie sich in diesem Zweig? Seit ich 9 Jahre alt bin. Seit Sie 9 Jahre alt sind, ja, schon. Ich habe mit 9 angefangen zu schreiben und meinen ersten Roman habe ich 1999 veröffentlicht. Vorher habe ich aber schon fürs Theater geschrieben, aber auch inszeniert. Und 1999 begann sozusagen die öffentliche Karriere als Schriftstellerin mit einem Hörspiel und einem Roman, die beide in dem Jahr erschienen sind. Ich bedanke mich ganz recht herzlich. Auch schön, dass Sie in Jever sind. Sie waren noch nicht in Jever? Meine Freundin Wiebke Eden ist ja von hier und ich wollte immer so gerne mal mitkommen und sie wollte auch mir immer so gerne mal zeigen, wo sie herkommt und jetzt hat es geklappt. Wunderbar. Gut, dann wünsche ich Ihnen alles Gute und einen angenehmen Aufenthalt in Jever. Ja, das war Charlie Sanders fürs Wochenblatt TV in Jever. Vielen Dank.